Wenn ihr monatlich investieren wollt, dann ist der sogenannte Cost Average Effekt eine wundervolle, attraktive Möglichkeit, damit ihr wirklich langfristig reich werdet. Wir gehen jetzt mal auf den Punkt ein, dass ihr sagt, Mensch, ich möchte ganz gerne monatlich investieren. Jacqueline, wenn möglich, mach mal deine Hand noch einmal runter, bitte, sonst bin ich immer so geblendet von dir. Danke. Wenn ihr monatlich investieren wollt, dann ist der sogenannte Cost Average Effekt eine wundervolle, attraktive Möglichkeit, damit ihr wirklich langfristig reich werdet. Wer von euch kennt den Cost Average Effekt? Das sind einige. Wer kennt ihn gar nicht? Gib mir mal eine Hand, wer hat noch nie was davon gehört? Lars Hübner noch gar nicht, dann gucke ich gleich mal. Lars, du bleibst online, sonst nehme ich dich gleich rein. Ich hoffe, dein Mikrofon funktioniert. Musst es nachher verstanden haben. Ich gebe euch jetzt drei Investmentfonds. Ihr kauft jetzt einen Investmentfonds und ich bin jetzt ein toller Berater. Das heißt, Lars, ich sage dir jetzt, Mensch, Lars, kauf mal den ersten Fonds und wir beide investieren ein Jahr lang. Wobei, gib mir Lars mal ruhig rein. Lars, wir beide spielen das mal durch. Regie, magst du mir Lars Hübner geben und wenn möglich meinen Bildschirm splitten, sodass die Leute das sehen können. Mich könnt ihr mal wieder rausnehmen. Meinetwegen könnt ihr die Foliennummer, keine Ahnung, hier reinnehmen. 22 ist das. Dann haben wir den Lars Hübner einmal. Jetzt überfordere ich meine Regie gerade. Entschuldigt bitte. Aber Hallo, ich hörst glaube, du mich? Lars, ja, ich höre dich. Sehr gut. Du mich auch, ne? Sehr gut. Ja, ich höre dich. Lars, wir beide spielen das Thema jetzt mal durch. Wenn Ja. ich dir jetzt sage, Lars, investier mal und du kaufst jetzt, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, weil ich bin ja immer so nicht mathematisch so gut drauf und dementsprechend machen wir es beide jetzt leicht. Ist das okay? Ja, ne? Ja. Ich sage jetzt, Lars, du investierst jetzt 100 Euro, um das einfach zu machen. Ja? Und wir kaufen jetzt beide im Januar und du kaufst den ersten Fonds für 10 Euro pro Anteil. Wie viele Anteile kriegst du für deine 100 Euro? Also 100. Ja, 10. Entschuldigung, ich wollte ja So. nicht. Genau. Ganz, Also. nee, ist genau richtig. Hast du genau Okay. richtig. Lasst mich Okay. auflaufen. Das ist genau richtig. Ich will euch fordern. Ich will euch foppen. Muss ich auch abkönnen. Das ist genau richtig. Klar, 10 Stück. Ne? 100 Euro geteilt durch Ja. 10 sind. Ich hoffe, das kriegen alle anderen genauso mit. Nur weil ich jetzt hier ganz schlauen sitzen habe oder sowas, müssen die anderen hinterherkommen. Lars, wir sind so zu schnell. Dann hast du 10 Euro. Jetzt hast du deinen 100 Euro schon investiert und deine Aktie, die läuft richtig gut. Die läuft richtig gut. Die steigt jetzt hier auf 11. Auf 11,50, auf 12 und nachher auf 13 Euro. Was kriegst du nachher wieder raus bei 100 Euro? Also auf 13 Euro 130 gestiegen? sind theoretisch, 130, oder? genau. Ja, alles gut, ich Ja. merke schon, ich langweilig, ist okay. Aber es ist gut, das ist wichtig. Das ist doch ein Fonds, den wir uns alle wünschen, oder? 30% innerhalb von einem Jahr ist ein geiles Ding, oder? Finde ich. 30% von 100 auf 130, so ein Tipp wäre okay, oder? Willst mehr, habe ich verstanden, okay. Aber ich finde, 30% ist schon mal etwas, was wir uns fürs Nein, Jahr es ganz gut ist ja. passt. Wenn ich dir jetzt einen Fonds gebe, wie den hier unten, der runterfällt auf 8, das heißt also, aus deinen 100 Euro hast du 80 Euro gemacht. Wie glücklich bist du dann mit mir? Nicht so glücklich. Guck mal auf sein Gesicht, das ist total Ja. schön, wenn Menschen emotional mitspielen. Und das, obwohl ich ihm gar kein Geld weggenommen habe. Und schon spürt er, die 20% sind weniger. Es sind ja auch keine 100 Euro. Wenn wir jetzt 100.000 investieren, sind 20.000 Euro viel Geld. Ist doof, ne? Ja, das ist dann ja, viel schlechter, ja. Deswegen machen wir beide das anders. Wir beide investieren jetzt monatlich, Lars. Wir machen das genauso. Wir nehmen deinen 100-Euro-Schein und wir kaufen hier vorne 10 Anteile. Ja, also so wie es gerade einmal. Okay. Wir machen das aber jedes Jahr. Entschuldigung, jeden Monat. Das heißt, du kaufst im März, das kann ich jetzt nicht rechnen. Hast du einen Taschenrechner zufällig? Ja. Rechne mal 100 Euro geteilt durch 11, sodass das alle wirklich mitmachen. Ihr könnt mitrechnen, wenn ihr wollt. 100 Euro durch 11 sind 9, ja, reicht mir. Neun, neun, ja, neun. Genau. Jetzt kaufen wir hier hinten im August auch noch, also wir kaufen jeden Monat. Wie viele Anteile? 100 Euro durch 12? 8,388. Reicht. 8, Komma quetsch. Was ich damit sagen möchte, ist, du kaufst immer weniger, das siehst du, ne? Das heißt, dadurch, dass der Kurs steigt, kaufst du, wenn du monatlich einkaufst, immer ein Stückchen weniger, weil der Preis teurer geworden ist. Das ist wie auf dem Ah, Wochenmarkt. Okay? Ah, okay, guck mal. und wenn Ah, es ist aber. runtergeht, dann mehr.
Jetzt nimm Theoretisch. mir nicht die Pointe. Ich will, dass alle Ah, mitkommen. Ich will, dass alle das okay. verstehen. Weil da sind wir jetzt genau im richtigen Bereich. Wir machen uns beide Okay. nichts vor. Ich gebe dir jetzt die Zahlen kurz vor. Habe ich die hier, weil sonst müssen wir rechnen. Du hast hier hinten, weil du weniger gekauft hast, hast du hier hinten 104 Anteile. Also nicht 120. Du hast also nicht immer durchgekauft, sondern du hast 104 Ja. Anteile. Du, das ist trotzdem toll, weil mal 13 Euro, ne, 13 Euro ist ja der Kurs. Jetzt muss ich kurz ablesen. 1352. 1352. Das heißt, wir haben. Das Ding ist gut, mach uns beide nichts vor. Das ist ein 12%er. Ja? Ja, Das heißt, du hast hier klar, ja. ungefähr in dem Bereich 12% Rendite gemacht. Sind wir ja nicht traurig drüber. Aber du hast gerade schon genau das Richtige erkannt. Wenn du jetzt sagst, ich habe in einem Kurs, der nicht so gut läuft, das heißt, der Kurs fällt runter. Ich nehme dich mal wieder mit. 10 Anteile haben wir schon gehabt. Mach mal bitte mit dem Taschenrechner. Du hast deine 100 Euro geteilt durch 8 Euro. Warte mal, ich mache das mal in Blau, dann können wir so ein bisschen. Die Unterschiede. Ich hoffe, Es es sind kommen alle mit. 12,5. 12, danke, 12,5. Hier 10, ne? 12,5, nachher wieder für 9. Das heißt, wir kaufen wie auf dem Wochenmarkt, wir kaufen irgendwo günstiger ein. Und hinten ist dieser Fonds wieder bei 10. Würde jeder normale Mensch jetzt sagen, oh, ich habe 100 eingekauft, hinten 100. Das Ding ist ja langweilig. Dadurch, dass du aber monatlich gekauft hast, hast du mehr Anteile, mehr Stück in dein Portfolio gekauft. Ist das nachvollziehbar? Ja. Dadurch, dass der Kurs hier einmal runtergeht. Ich hoffe, das ist auch für alle anderen nachvollziehbar. Wir machen es ganz langsam. Das ist monatliches Sparen. Und dadurch hast du in dem Moment Anteile, warte, ich finde die Summe wieder, 136 Anteile und ein paar zerquetschte. Du hast 136 Anteile während deines Weges gekauft. Und das Tolle ist, selbst bei nur 10 Euro, weil der Kurs ja schlechter ist, hast du Ja. aber 1000, was sind das dann? 600, nee, Quatsch, 1366. 366, dadurch, dass wir 12 Monate haben. Das heißt, du hast in dem Moment einen höheren Gewinn als oben, wo der Kurs 30% höher ist. Das ist Wahnsinn, oder? Okay, und ist noch dazu relativ sicher, oder? Wenn ich das jetzt Genau. so verstehe. Ist genau richtig, weil wir investieren dort in einen Investmentfonds, der langfristig sich schon irgendwann wieder auffangen wird. Du musst halt darauf Ja. achten, genau wie du gesagt hast, dass du in irgendwas investierst, was langfristig sich irgendwann wieder fängt. Ja. Komm, den letzten machen wir Okay. beide noch, damit wir jetzt alle wirklich mitnehmen. Da brauche ich nämlich deinen Taschenrechner wieder. Vorne kaufen wir wieder 10 Stück. Das ist jetzt übrigens so der Fonds, wo der Berater normalerweise einen Anruf kriegt, ne? Ich habe dir jetzt gesagt, du Lars, kauf mal den und den Fonds. Hier bei 8 haben wir schon gesagt, waren es glaube ich 12 Stück. Jeder normale Mensch ruft an und sagt, ey, ich habe gerade 20% verloren innerhalb von 2 Monaten. Was denn das für ein Müll? Und dann sagt der Berater, du musst ruhig bleiben, du musst warten. Dann fällt es noch weiter runter. Ein halbes Jahr später steht der Kurs bei 5. Was passiert dann? Nächster Anruf beim Berater, hey, jetzt habe ich von meinem Geld die Hälfte verloren. Kennst du? Das ist schlimm. Und was sage ich jetzt im Cost-Average-Effekt? Hey, Lars, du sparst gerade monatlich. Hier bei 5 Ja. kaufst du 20 Stück nach mit deinem genau den gleichen 100-Euro-Schein. Ist klar, ne? 100 Euro durch 5. Ja. Jetzt geht das ganze Ding wieder ein bisschen hoch, aber trotzdem bleibt er bei nur 8 stehen. Das ist schlecht gelaufen. Durch deine regelmäßigen Einzahlungen hast du allerdings 177 Anteile gekauft, weil du hier wirklich richtig viele Anteile gekauft hast. Ist das nachvollziehbar? Ja. Selbst wenn du bei den 177 mal 8 Euro investierst, verkaufst, dann hast du 1417 müssten es sein, laut meiner Berechnung. Und du hast dadurch eine Rendite in diesem Jahr, obwohl der Kurs, obwohl alle anderen 20% Verlust gemacht haben, hast du gerade einen 18%igen Gewinn erzielt. Selbst wenn du verkaufen würdest. Ist das cool? Trotz es halt negativ abgeht, habe ich mehr Rendite erzielt, als es hochgegangen ist. Ganz genau. Das nennt sich Okay. Cost-Average-Effekt. Klappt super gut bei langfristigen Sparplänen, weil der Kurs sich halt immer wieder irgendwo einpendelt. Ganz wichtig ist es dabei natürlich, dass das, worin du investierst, zukunftsorientiert ist und auch wirklich eine Performance hat, die auch in der Zukunft ist. Also wenn du das natürlich in irgendwas machst, was immer weiter runterfällt und morgen nicht mehr da ist, ist Geld weg, brauchen wir uns beide nicht zu Ja. unterhalten. Aber wenn du das zum Beispiel in einem Weltmarkt oder sowas machst, lass den Weltmarkt schwanken.
zahle monatlich ein, mache monatlich weiter. Ich habe vorhin so schön erzählt über mein 2008er-Ergebnis, wo ich so viel Verlust gemacht habe. Da hatte ich sehr hohe Sparpläne und habe sogar noch antizyklisch nachgekauft. Das sind die größten Gewinne, die du machen kannst in dem Bereich. Emotionen im Ja. Griff halten. Lars, soweit okay? Cost-Average-Effekt positiv? Ja, hast du super erklärt. Dankeschön. Danke. Ich hoffe, die anderen haben es auch mitgekriegt. Dir viel Spaß. Wir sehen uns. Das Dankeschön. ist der Unterschied, wie du das Risiko aus so einer Anlage ganz extrem rausnimmst, indem du sagst, ich möchte ganz gerne langfristig sparen, einfach nur investieren, einfach weitersparen. Das Ganze dreht sich irgendwann, wenn du hier sehr viel Geld drin hast. Also wenn du so einen monatlichen Effekt hast, auf 10, 15, 20 Jahre ist der grandios, weil du dann mit dem 100-Euro-Schein hier bei dem Beispiel sehr viel auslöst. Wenn du nachher irgendwo da 150.000, 200.000 Euro im Topf drin hast, dann ist natürlich das 100-Euro Nachkaufen im Verhältnis sehr, sehr wenig. Das heißt, dann solltest du vielleicht auf eine andere Strategie umsteigen und ein bisschen gucken, was man sonst noch machen kann von der Anlage her. Aber ich hoffe, das ist so ein bisschen jedem bewusst geworden, dass du selbst mit kleinem Geld und schwankenden Bereichen gute Renditen erzielen kannst. Okay? Daumen hoch. Seid ihr alle mal noch dabei? Ich habe jetzt keine Tänzerin hier oder sowas, aber ihr könntet euch ein bisschen bewegen und mir zeigen, dass ihr noch alle wach seid. Gut, okay, sehr schön, danke. Okay, ich glaube, das hilft, dass ihr zumindest so ein bisschen den Bereich habt. Schreibt es rein auf die Seite 42. Ihr habt doch die Lösungssachen immer hinten noch mit drin. Da stehen die ganzen Werte noch mit drin. Mir geht es jetzt hier wirklich darum, dass ihr es versteht. Mir geht es wirklich darum, dass ihr das nachbauen könnt.